Servus Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge meines Formats Fußball-Schuh-News. Eigentlich kam ja gestern bereits eine Folge, und zwar zu Robert Lewandowski, der wohl auch Nike verlassen wird, und auch die Hintergründe, warum Nike immer mehr Spieler verliert. Falls ihr das nicht gesehen habt, checkt unbedingt mal noch die Infokarte ab. Heute gibt es aber tatsächlich nochmal eine neue Folge, weil was sehr, sehr Spannendes passiert ist, und zwar, ihr habt es im Titel gelesen, Paul Pogba zeigt uns den neuen Predator 21. Deshalb heute nochmal eine Folge Fußball-Schuh-News. Eigentlich wäre ein anderes Video eingeplant gewesen, aber ich kann es mir definitiv nicht nehmen lassen, zu diesem spannenden Thema ein Video zu machen. Deshalb hoffe ich natürlich, dass die Folge euch trotzdem gefällt. Und wie gesagt, heute das erste Bildmaterial zum kommenden Predator 21. Man kann es, glaube ich, so tatsächlich benennen, und zwar, dass dieses Jahr so gewissermaßen das Jahr von diesem Fußballschuh hier war, vom Adidas Predator 20. Er hat sehr, sehr große Wellen geschlagen und war auch einer der Drops, der mit Abstand am meisten Hype bekommen hat. Auch für mich, als der Fußballschuh rauskam, war das extrem krass, vor allem diese Spikes, da habe ich mich bis jetzt nicht dran gewöhnt, auch optisch auf diesen aggressiven Look, extrem hohe Ferse. Der ist deutlich eingeschlagen auf jeden Fall, deshalb ist natürlich dieses Thema, das wir heute behandeln, sehr, sehr spannend, weil wir tatsächlich Bildmaterial zum neuen kommenden Predator 21 haben werden und gleich auch noch die Infos, dass er so wahrscheinlich gar nicht heißen wird, sondern einen ganz speziellen Namen bekommt. Das gibt's alles gleich, aber wir quatschen auf jeden Fall heute auch noch so ein bisschen über den Predator allgemein, weil ich habe auf jeden Fall in meiner Sammlung sehr, sehr viele Exemplare mittlerweile von Predator dabei. Zum Beispiel hier mit Adidas Predator Mutator aus dem Launchpack. Das ist quasi das Launchpack, das allererste zum Predator 20. Haben wir auch ein sehr, sehr cooles Review gedreht. Waren wir der erste YouTube-Kanal in Deutschland, wo diesen Fußball schon in die Lupe genommen haben und auch geguckt haben, was genau bringen eigentlich diese Spikes, wie fühlt sich das an. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich den Fußballschuh dann das erste Mal bei mir zu Hause gesehen habe. Ich glaube, es war eine Woche vor Release. Da war ich extrem gehypt worden. Ich habe sowas noch nie gesehen gehabt und war auch extrem überrascht vom Fußballschuh, was die Performance angeht. Deshalb, falls ihr das Review zum Predator 20 Plus noch nicht gesehen habt, checkt das gerne mal aus. Ihr habt natürlich noch weitere Colorways da, zum Beispiel das hier solltet ihr auch noch relativ gut kennen. Dann Adidas Predator 20.1 aus dem Uniforia Pack, wo eigentlich bei der EM zum Tragen kommen wäre, aber ja, wissen wir ja alle warum. Auch ein sehr, sehr cooles Colorway haben wir dann auch getestet, da gibt es schon ein cooles Review dazu. Für mich auch durch die weiße Farbe ein sehr cooles Colorway, weil ich ja lieb hier helle und beziehungsweise weiße Fußballschuhe, deshalb auch sehr, sehr cooles Colorway hier. Und natürlich auch den ersten Signature-Schuh von Paul Pogba zum Predator 20. Und zwar den Pogba Season 7, haben wir auch ein sehr, sehr cooles Video dazu gemacht. Für mich tatsächlich noch etwas cooler als dieses Colorway hier. Ich finde es sehr, sehr edel, den schwarz-goldenen. Aber ich muss sagen, beide haben sehr, sehr coolen, sehr, sehr coole Farbe. Die Sohle natürlich eindeutig beim Mutator, aber optisch an sich wirklich ein sehr extrem cooler Schuh. Und dann haben wir noch zwei weitere Colorways. Wir haben nämlich auch die Low-Cut-Variante getestet, als den Adidas Predator 20.1 Low. Und hier auch nochmal aus dem In-Flight-Pack. Ihr könnt gerne mal einen Kommentar da lassen, welchen Adidas Predator 20 findet ihr denn am coolsten von den bisherigen Colorways? Was ist euer Favorite? Sind ja sehr, sehr viele coole Colorways rausgekommen von Adidas. Ich glaube, Predator definitiv der Schuh, der dieses Jahr am meisten verschiedene Farbvarianten von Adidas bekommen hat. Deswegen gerne jetzt schon mal einen Kommentar da lassen, was denn ihr am coolsten findet, welches Colorway. Und ich würde sagen, wir reden gleich nochmal über den Predator, vor allem was ich glaube, was sich verändern wird zum Predator 21. Aber jetzt erstmal genug drum herum gelabert, wir starten mal direkt. Und zwar war es, ich glaube, vorgestern soweit, da war ich wieder auf Instagram unterwegs, habe so ein bisschen geguckt, was tut sich in der Welt der Fußballschuhe. Und da ist was sehr, sehr krasses passiert. Und zwar hat Manchester United ein Bild gepostet von Paul Pogba. Und man muss mal genauer hingucken, dann sieht man am Fuß von Paul Pogba, ja, sehr, sehr spezieller Fußballschuh. Und zwar ist es tatsächlich der kommende Adidas Predator. Und am Fußballschuh selbst, wie man erkennen kann, tut sich auf jeden Fall einiges. Zum einen sehr, sehr offensichtlich zu sehen, das Laceless-System sieht etwas anders aus als hier. Man sieht, dass es mehr auf die Innenseite geht und auch noch breiter nach außen. Sprich, allein die Form von der Laceless-Funktion wird sich definitiv ändern. Was auch auffällt, ist der Sockenbereich. Wir haben hier einen abgerundeten Socken und auch die Ferse ist nochmal aggressiver nach oben geschnitten. Sieht extrem verschickt aus und was man direkt auch kennt, auch die Spikes werden sich ändern. Sprich, Adidas wird am Fußballschuh auf jeden Fall einiges verändern. Und das ist quasi jetzt der erste Eindruck zum Adidas Predator
21 hatte ich gesagt, aber es gibt schon ein paar Insider-Informationen, dass der ganze Name vom Adidas Free Leder nicht mehr 21 sein wird, sondern da gibt es eine Änderung. Ihr habt es jetzt schon mitbekommen, wir haben ja letzte Woche zum Beispiel den Adidas Nemesis Plus getestet. Der hat ja eigentlich auch den Namen Adidas Nemesis 20 Plus eigentlich gehabt, aber ihr habt es schon gehört, Adidas hat da so ein bisschen einen Wechsel im Namenssystem, hat man auch schon beim Ghosted, beim Adidas X Ghosted Plus und beim Adidas X Ghosted Point One gesehen. Da wird es tatsächlich so ein bisschen anders sein. Der Predator war ja bisher als Predator Mutator unterwegs, dann jetzt aber laut Insiderkreisen Predator Freak heißen. Finde ich sehr, sehr verschickt den Namen. Aber abgekürzt natürlich dann auch wieder der Adidas Predator Plus, Adidas Predator Point One, Point Two und Point Three. Ja, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall und extrem cool zu sehen, dass Pogba den jetzt schon anhatte. Ich glaube, da war nicht geplant, dass man da Bilder gepostet bekommt. Aber es ist sehr cool zu sehen, dass wir das noch mitbekommen haben. Darauf bin ich extrem gehypt. Dazu wird es definitiv auch ein cooles Video geben, weil wir den Fußball schon dann wieder vorab bekommen werden und für euch natürlich dann pünktlich ein Review zu drehen. Aber sehr, sehr cool zu sehen, ihr habt es gehört. Ich bin sehr gehypt auf den neuen Predator 21. Ihr könnt gerne mal noch einen Kommentar lassen, was erhofft ihr euch von Predator 21? Seid ihr gehypt? Kommentar lassen, genauso mit eurem bisherigen Favorite Colorway. Ich bin mal gespannt, wie sich der Predator verändert, auch in der Performance. Bin mir aber sicher, dass Adidas zum Beispiel an den Spikes, die ja so ein bisschen Probleme bei der Haltbarkeit bereitet haben, was ändern wird. Ihr seht es auch, dass die ja, anders angeordnet sind. Man kann es natürlich auf dem schwarzen Schuh mal schwer erkennen, was tatsächlich passiert. Aber es sieht so ein bisschen aus, als würden die Spikes nicht nur anders angeordnet auch, sondern von der Form ein bisschen unterschiedlich sein. Weil ja, da gab es auf jeden Fall so ein bisschen Probleme, was die Haltbarkeit angeht, weil dieses Obermaterial sehr, sehr viel Angriffsfläche bietet. Was ich aber sehr, sehr komisch fand bei manchen, also ich habe ja, wie gesagt, sehr, sehr viele Colorways hier von dem Predator. Und bei manchen Fußballschuhen hatte ich mehr Probleme mit den Spikes, bei anderen wieder gar nichts. Obwohl es ja an sich bis auf die Farbe derselbe Schuh ist, hatte ich immer unterschiedliche Probleme, mal gar keine, mal sind Spikes auch sehr schnell abgebrochen. Habe ich auch von euch zwei, drei Kommentare bekommen, dass bei manchen beim ersten Mal, wo sie den Schuh gekauft haben, gar keine Probleme waren, beim zweiten Mal dann tatsächlich doch. Da bin ich mal gespannt, ob sie da bei den Spikes nochmal nachgebessert haben, was die Haltbarkeit angeht und auch was das System, beziehungsweise das System angeht. Ihr habt gesehen, die Socke ist etwas anders angelehnt, bin ich sehr gespannt. Auch was die Sohle angeht, damals noch keine Bilder, ob es wieder eine Split Sohle sein wird. Bin mir aber relativ sicher, dass es so sein wird. Bin ich sehr gehypt, wird definitiv natürlich ein Video kommen und es ist sehr, sehr cool zu sehen, dass es da auch schon vorwärts geht. Aber ich bin mir sicher, das wird noch etwas dauern, bis der Fußballschuh rauskommt. Also ich denke, das wird noch drei Monate auf jeden Fall dauern. Ich denke, Anfang kommendes Jahr, nicht direkt zu Beginn, aber relativ zeitnah dann 2021 der Schuh rauskommt. Und dann wisst ihr natürlich hier auf dem Fußballschuhkanal Nr. 1 wird es definitiv dann dazu natürlich ein Video geben. Heute gibt es dann natürlich auch trotzdem noch ein paar Zuschauereinsendungen. Das muss natürlich auch sein. Ihr seid nämlich sehr, sehr aktiv, was mich ultra freut. Und jetzt starten wir mit einem Bild, das ich sehr, sehr häufig von euch geschickt bekommen habe. Und zwar haben wir hier Vinicius Junior in seiner Story, der zwei Affen über seinen Schuhen hat. Sprich, er versteckt hier offensichtlich was. Da habe ich sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen. Krass, Vinicius Junior wechselt auch zu Puma, weil man ja so ein bisschen Verdacht hat, dass es hier der Puma Ultra ist, weil wir es ja auch bei Robert Lewandowski haben. Aber da war ich mir relativ sicher, nein, das wird definitiv der kommende Nike Superfly 8 sein, weil er definitiv ein Nike-Athlet bleiben wird, weil er ja aus der jungen Generation ist. Falls ihr das Video gestern nicht gesehen habt, wo wir drüber reden, warum sehr, sehr viele Spieler wie zum Beispiel Sergio Ramos, Raheem Sterling, Robert Lewandowski, Neymar und so weiter aktuell andere Fußballschuhe spielen, checkt das gerne mal aus, da ist so ein bisschen die Idee dahinter. Da war natürlich dann sehr, sehr spannend, was dahinter steckt, aber ich war mir, wie gesagt, fast sicher, dass es der Superfly 8 sein wird. Und so ist es auch, denn wir haben hier einen sehr, sehr aufmerksamen Zuschauer gehabt. Und zwar ist es der liebe, wenn es noch laden würde, und zwar ist es der liebe Dani. Er hat nämlich ein Bild von Real Madrid geschickt, da hat nämlich Real Madrid das Ganze nicht zensiert. Und zwar haben wir tatsächlich den Nike Superfly 8. Da wird es auch sehr, sehr spannend. Ihr habt es gehört, sehr, sehr viele neue Fußballschuhe werden auf den Markt kommen. Über den Predator, Superfly und auch Vapor aus der nächsten Generation haben wir schon sehr, sehr viel gequatscht. Es wird auch ein absolutes Hype-Thema, wo ich mich extrem drauf freue in 2021. Es wird auch einen neuen Puma Future geben. Und passend dazu haben wir heute auch noch eine weitere Zuschauereinsendung, was natürlich perfekt zu diesem Thema passt, beziehungsweise
ein Fund, der tatsächlich von mehreren geschickt worden ist. Könnt ihr mal gucken, ob wir das Bildmaterial haben. Ja, hier haben wir tatsächlich Bildmaterial. Und zwar haben wir hier den neuen kommenden New Balance Furion V7, müsste das eigentlich sein, falls es da auch nicht eine Namensänderung gibt. Sieht am Fuß sehr, sehr cool aus und man hat tatsächlich schon im Spiel gesehen. Sprich, da wird es wahrscheinlich zeitnah einen neuen Schuh geben. Falls ihr dazu ein Review haben wollt, checkt definitiv den Kanal abonnieren. Da schaue ich mal, was ich machen kann. Würde mich definitiv interessieren. Ihr wisst ja, ich bin ein relativ großer Fan von New Balance 4 und V6. Finde ihn sehr unterschätzt. Ist auch ein sehr guter Speedboot. Die rote Farbe ist wieder am Start. Bin ich mal sehr gespannt, was sich da tut. Vom Obermaterial sieht es aus. Wir haben hier noch ein weiteres Bild, wo er den Ball gerade annimmt. Als wäre es nicht mehr das Fitwave-Obermaterial, dieses Textilähnliche, sondern auch eher in Richtung Synthetik. Also ich werde den Schuh auf jeden Fall testen, wenn es dann soweit ist. Wisst ihr natürlich hier auf dem Kanal, wird es dann direkt eine Info geben. Dann sehr, sehr cool zu sehen, und zwar Kylian Mbappé ist wieder mit seinem Nike Superfly 7 Rosa unterwegs, war ja lange mit dem Nike Dreamspeed 3 unterwegs. Jetzt haben wir aber wieder seinen Signature-Schuh, seinen mittlerweile zweiten Signature-Schuh, den Nike Superfly 7 Rosa. Haben wir auch einen coolen Playtest dazu schon gemacht, könnt ihr gerne mal auschecken. Sehr, sehr auffälliges Colorway, wird ja auch von anderen Profis tatsächlich auch getragen, weil sie die Farbe sehr, sehr cool finden und ist ja in gewissermaßen auch ein Remake-Schuh zu den Zeiten von Franck Ribéry. Alle Infos findet ihr natürlich im Playtest heraus. An dieser Stelle schon mal eine coole Info, diese Woche wird es noch soweit sein. Dein-Fußballschuh.de wird ein cooles Update bekommen und das habt ihr es nämlich euch sehr, sehr zahlreich gewünscht, und zwar bitte ein Nike-Sale. Der Puma-Sale kam sehr, sehr krass bei euch an und es wird tatsächlich ein Nike-Sale geben. Und auch der Nike Superfly 7 Rosa wird reduziert vorhanden sein. Ich bin sehr gehypt, wir haben da sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, das ist jetzt sehr, sehr spannend und ich freue mich wirklich, dass ihr dann quasi die Möglichkeit habt, euch diesen Top-Schuh von Nike günstiger zu sichern. Wird es aber diese Woche auf jeden Fall noch ein Video geben. Wer es nicht verpassen will, kann natürlich immer wieder jedes Mal in jedem Videos die Fußballschuhseite verlinkt. Einfach mal vorbeischauen, vielleicht ist es schon abgedatet, dann seid ihr vorab dran. Das gilt nämlich natürlich nur, solange der Vorrat dann auch reicht. Dann haben wir noch zwei Zuschauersendungen, und zwar haben wir hier einmal eine von AH4, und zwar Gareth Bale wieder auf dem Platz mit seinem Adidas X19.1, wäre eigentlich auch mit dem X-Ghost unterwegs, scheint aber auch so, dass er sich wohl eher zu dem Adidas X-Ghost, zum Adidas X19.1 hingezogen fühlt, haben wir sehr, sehr häufig gesehen, und ich finde es auch sehr cool, dass Gareth Bale jetzt wieder auf dem Platz aktiv ist, und ein sehr, sehr cooles Colorway findet ihr hier auch schon auf dem Kanal. Und noch die letzte Zuschauereinsendung, und zwar von Lily Sophie. Sie hat mir ein sehr cooles Bild geschickt, und zwar haben wir hier den Adidas Nemesis 19 Plus, aber ihr seht, das Besondere ist, er hat einfach zwei verschiedene Colorways an. Einmal das Ganze aus dem Uniformier Pack und einmal aus dem Inflight Pack, sprich ein sehr, sehr cooler Fund. Was dahinter steckt, verstehe ich nicht ganz, aber optisch auf jeden Fall sehr, sehr auffällig. Das war es auch schon wieder zur heutigen Folge Fußballschuh-News. Ihr habt es gehört, es kam halt zweimal nacheinander, aber bei so einem wichtigen Thema möchte ich natürlich als Fußballschuhkanal Nr. 1 als erstes am Start sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, Feedback zum kommenden Predator und auch zu eurem Lieblings-Colorway gerne mal in den Kommentaren dalassen. Ihr habt es auch gehört, es wird diese Woche noch ein Nike-Sale geben. Ich bin sehr gehypt, es wird so krass, was ich da für geile Angebote für euch bekommen habe. Bei der Webseite wird sich einiges tun, deswegen seid definitiv gehypt. Ich freue mich mega, euch das endlich zeigen zu können. Da haben wir die letzten Wochen intensiv dran gearbeitet. Und diese Woche wird es auch noch sehr, sehr viele coole Videos geben. Ein neuer Nike Phantom GT kam hier raus, der Phantom GT Scorpion. Der kommt morgen bei mir an. Da gibt es natürlich direkt ein Video hier auf dem Fußballschuhkanal Nr. 1. Außerdem wird es auch neue Puma-Schuhe geben, wo wir vorab testen dürfen. Also, es wird sehr, sehr cool. Zum Nemesis wird nochmal ein Video kommen. Es wird Speedboot-Battles geben. Also, wie gesagt, jeden Tag ein neues Video. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das war's für heute. Vielen, vielen Dank für euren Support. Gewinnspiel kommt auch tatsächlich vielleicht diese Woche noch, spätestens nächste Woche. Also seid auf jeden Fall aktiv, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Macht's gut, bleibt sportlich und ciao!